Und wir fahren gerade los nach Memmingen. Berlin. Ja, gucken, was der Tag bringt. Wenn die Jungs in Memmingen gleich an den Tieflader gehen, werde ich wohl warten. Heißt, es gibt einen recht ruhigen, langweiligen Tag. Wäre nett, also ich gehe davon aus, ich komme an. Wir werden erstmal checken, erstmal auslesen, was halt defekt ist. Und dann, wenn Ersatzteile da sind, wird es gleich repariert werden. Sorry, da kam gerade ein LKW hoch. Und wenn nicht, also am liebsten wäre es mir ehrlich, wenn ich absatteln könnte und könnte wieder nach Hause fahren. Und würde dann gegen Ende der Woche nochmal runterfahren. Aber ich denke, ich werde den ganzen Tag stehen da und werde heute Abend oder morgen frühzeitig den Tieflader wieder rausholen. Aber ja, das Fahren ist einfach, fühlt sich an, wie wenn es ABS nicht geht. Tippst auf die Bremse, ja, aber ich bekomme keinen Fehler gezeigt vorne. Tippst auf die Bremse und hängst quasi mit der Nase an der Scheibe. Fahr mal eine Runde, ich werde gegen 7 Uhr da sein. Kurz nach 7, denke ich. Je nachdem, wie es läuft. Muss man gerade hier hören. Ich weiß ja nicht, wie ich fahre. Normale Strecke ist Karlsruhe, Pforzheim, Stuttgart, Ulm, Memmingen. So ist die normale Strecke. Oder die kürzeste Strecke oder so, keine Ahnung. Ob ich eventuell über Heilbronn fahre. Schauen wir mal. Geht's rechts ab. Dann sind wir auch schon da. Da hinten rechts diese runde Hallendächer. Das ist schon Goldhofen. Also ich habe abgesattelt. Habe ich überhaupt? Ah ja. Mein Herz. Dachte ich hätte vergessen, das Mautgerät umzustellen. Ich habe abgesattelt. Es hat wohl drei Baustellen. Am Tieflader. Zeigt jetzt leer. Ohne Ladung zeigt mir der Tieflader 53 Tonnen Achslast an. Und das sind diese Drucksensoren, sind wohl kaputt. Oder eine davon, dann wie gesagt, zweite und dritte Achse überbremsen. Heißt zu viel Bremskraft. Und eventuell
wenn ich die Luft abmache aus dem roten Schlauch, bläst die Luft zurück. Eventuell ist da noch ein Federspeicher kaputt. Gucken jetzt, ob es vielleicht eine große Baustelle ist oder ob es drei in Anführungszeichen kleinere sind. Und ich werde Freitag oder Montag wiederholen können. So. 20 nach 1 haben wir es gleich. Kann man es erkennen, 663 Kilometer. Stunden 25 Minuten Fahrzeit. Ich bin zu Hause. Mache jetzt Feierabend. Donnerstagmorgen. 5:45. Unsere gewohnte Zeit. Ich habe heute Morgen wieder eine schöne Fleißaufgabe bekommen. Und zwar fahre ich heute Morgen nach Sembach hoch, lade unseren L566 und den fahre ich nach Bärweiler. Richtig bescheidene Zufahrt dahin. Und ich
Uhr hier. Ich sehe gar nichts mehr. Ich hoffe, dass das passt. Da kommt gerade ein Auto. Nee, oder? Ja, wir sind auch noch nicht ganz durch.
Ort einmal durch und da oben, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, da oben auf dem Berg ist die Baustelle. Einmal dort durch, wie gesagt, laden da ab und dann machen wir das Ding per Achse hoch. Kurve, mir ist bisher in ziemlich jeder Kurve ein Fahrzeug entgegengekommen. Okay. Also das Schalten, das ist furchtbar. Das könnte so... ruhig und problemlos laufen. Könnte. So. Ich denke, wenn ich dort rausfahre, wird alles wieder. Ich fahre noch ein Stück vor. Wird alles wieder enger sein, schmaler sein. Ich fahre noch ein Stück vor, dass die Einfahrt links frei ist. So. Hier bleiben wir stehen, laden ab. Ein und außer wenn du abbiegst irgendwo, musst du
U-Bahn durchrollen. Nachts ist meistens Überholverbot aufgehoben. Meistens. Nicht mehr. Gucken wir mal. So, das dauert. Da sind wir doch. Hingekippt. Ja, muss ja die Baustraße wieder zurückgebaut werden. Gut, der kann später ein bisschen zur Seite fahren. Ich habe den in den Weg gekippt. Ne? Natürlich. Nutze Yellow from the Egg.
Liter Maschinewagen, 9,1. 32,7. 32,8. Vielleicht ist es, weil ich nicht auf festem Boden stehe. Schauen wir mal. Moment, ich fahre mal vor hier auf den festen Boden. Kinder, bleibt kurz stehen, bitte. Moment. Später, wenn wir da sind. Also im Moment auf nicht befestigtem Boden hat 32,7 Tonnen gezeigt. Die Achsen, das passt. So. Dankeschön. Genau 35 Tonnen, weniger werden 34,9, 34,8, Maschinewagen 7,4, 91, 91. Also ich hätte vieles gedacht, aber das hätte ich nicht gedacht. Langt, komm!
Fläche hoch. Das zeigt der 36 an, Lude. 35,9. Wieder ab. Es läuft sehr gut. Ich bin jetzt seit einer Stunde 40 Minuten unterwegs. Navi hat zu Hause im Hof Ankunft 7.26 Uhr geschrieben. Mittlerweile bin ich bei 7.11 Uhr, also läuft wirklich gut. Ja, ich bin halt auch solo, ich kann überall durchfahren. Schon Wahnsinn, was du da an Zeit gut machen kannst. Oh, ich bin zu Hause. Zwei Sachen hätte ich noch, bevor ich mich verabschiede. Einmal, ich habe in der Folge 156 am Anfang einen Brief in die Kamera gehalten. Es war kein Brief von meinem Chef. Ich glaube, mein Chef schreibt mir keine Briefe, wenn da nur Kündigung, keine Ahnung.
sondern das war ein Brief von einem Zuschauer. Jeff, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Aus Belgien. Was übrigens ein wunderschöner Brief war. Ich kann das nur noch mal sagen. War richtig. Macht immer noch Spaß. Ich lese den mindestens einmal die Woche. Vielleicht sogar öfter. Ein wunderschön geschriebener Brief. Jeff, nochmals vielen, vielen Dank dafür. Wirklich. Freut mich einfach sowas. Dann haben wir noch eine Sache. Die Conny hat mich angeschrieben. Geht der Herzschlag schon höher? Tobias Bade. Von der Firma Baggerarbeiten, Tobias Bade. Ich soll dich ganz lieb und herzlich von deiner Freundin Conny grüßen. Grüße. Ich hoffe, das war okay so. Wenn ihr jetzt mit Küssen fertig seid, würde ich mich gerne verabschieden. Vielen Dank, dass ihr mir wieder zugesehen habt. Ich hoffe, es hat etwas Spaß gemacht. Es war halt heute der Tag, war halt nur fahren, runterfahren, Goldover und Tiefleiter holen, wieder nach Hause ballern. Ich meine, für mich ist es okay. Ich habe recht früh Feierabend. Dann geht's weiter in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ein Like oder ein Abo würde ich mich sehr freuen. Über ein Bild von der Hochzeit vom Tobi und von Conny würde ich mich auch freuen. Nee, Spaß, alles gut. Alles gut, ich will da nichts anleihen. So, bis dann, macht's gut. Bleibt gesund, habt Spaß, haut rein. Tschüss.